Diese Garage steht für... Ach was. Ja, und wenn ich hier schlafen möchte, darf ich mich hier wahrscheinlich einfach irgendwo hinstellen, weil hier eh keinem gehört, oder was? Nächste Pause in einer Stunde. Kann ich? Nee, kann ich jetzt aber auch. Dann fahren wir da links hoch. Okay. Hier ist ein, ja gut, ach so, falls eventuell ein Zuhause ist, dann fahren wir hier oben auf den Parkplatz. Und was ich jetzt auch gerade das erste Mal peile, alles was an Straßen gelb wird, sind wir schon mal gefahren. Alles was grau ist, noch nicht. Da haben wir aber noch viel vor uns, würde ich mal sagen. Rote Ampel, rote Ampel, rote Ampel. Jetzt ist sie grün. Das ist doch aber bestimmt auch nur ein Gebäude, was man hier kaufen kann, oder? Hotel. Na gut, gucken wir mal. Wenn das was kostet, pennen wir hier nicht. Drücke die Eingabetaste. Kostet Gott sei Dank. Kostet wohl doch Geld. Wir haben. Was? Alter, wir haben gerade. Wie viel haben wir dafür ausgegeben? Kann ich meine Finanzen irgendwo überblicken? Fähigkeiten, Fahrerhaus an. Bank, aber ich kann hier nicht meine Finanzen angucken, oder? Nee. Ey, wir müssen doch mehr wie 25. Wir hatten 24.000 irgendwas und haben jetzt eben Geld gekriegt und wir haben jetzt schon wieder nur noch 25.000. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wie viel habe ich gerade ausgegeben, um da zu pennen. Aber kann man hier nirgendwo gucken? Fahrzeugbörse, ja, das ist alles. LKW meint nichts, was mich interessiert. Das ist doch. Ich will einen richtigen Finanzmanager bitte hier haben. Ja, was soll's. So, ja, nee, Moment, dann können wir auch gleich gucken nach Aufträgen. Frachtmarkt. Hannover, Kiel. Nee, wir sind in Osnabrück. Osnabrück, Hannover. Wir gucken aber mal eben. Versandort. Allee, wir müssen. Also ist das. Okay, wir müssen weiter nach hinten. Nach O wie Osnabrück. Hier. Osnabrück, Amsterdam, Amsterdam, Bremen, Dortmund, 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 Groningen, Hamburg, Hannover. Das ist auch der einzige Auftrag, dann nehmen wir den auf jeden Fall. Also, Hotel pennen wir nicht nochmal. Wobei. Aber als wir auf dem Parkplatz gepennt haben, hat es auch geklingelt und geraschelt. Da haben wir bestimmt auch was für bezahlt. Also scheint es nicht umsonst zu sein. Und da es keine Rastplätze hier gibt,
Müssen wir ja im Hotel pennen. Verstehe nicht, warum die anhalten. Den habe ich jetzt so wirklich noch nicht annähernd blockiert. Wo müssen wir hin? Geradeaus bei denen auf den Hof. Okay, na, das ist okay. Passt ja. Tank reicht noch für 560 Kilometer im Moment. Hier links irgendwo rein. Das habe ich eben gar nicht gesehen. So, ich hätte gerne den Auftrag nach Hannover. Den hier. Kriegen wir sogar schön dicke Kohle für. Dafür, dass es nicht mal eine Entfernung großartig ist. So. Auf geht's. 3 Stunden, 200 Kilometer. Wird knapp mit dem Tank. Aber müssen wir wohl schaffen. So, jetzt sind wir wenigstens, also habe ich es doch, glaube ich, noch sehr gut hingekriegt, dass wir wieder nach Hause kommen, mal. Mit einem leeren Tank, mit Geld auf dem Konto. Was will man denn mehr? Wir können Auflieger in Hannover uns direkt abholen an unserer Garage, wo auch immer der hingeliefert wird. Ich habe keine Ahnung. Also, wir haben dann jetzt unseren eigenen Auflieger. Ich will dann aber in Hannover gucken. Verdammt, verdammt, verdammt. Der kommt doch hier lang. Ich habe damit gerechnet, ja. Will in Hannover gucken, dass wir unsere Bude erweitern und dass wir uns direkt einen Angestellten holen können. Den schicke ich dann mit unseren Auflieger weg, glaube ich. Ich glaube, da macht er mehr Kohle, als wenn wir ihn hier so hin und her schicken. Mit dem LKW, wir holen uns einen neuen. Wir gönnen uns einen neuen LKW, habe ich gerade beschlossen. Also wir brauchen ja sowieso einen zweiten LKW. Dann soll er den ganz billigen hier nehmen und wir gönnen uns was etwas Neueres. Müssen wir nur mal gucken, was genau. So. Und praktisch ist nur, wenn ich beide Hebel gerade wegen Bremsen drücke und wenn ich gucken will, dann habe ich keine Hand mehr fürs Lenkrad. Das funktioniert also leider nicht so. Dass man mit schön mit Dauerbremse schon mal ranfahren kann, gucken. Schade. Ich müsste das irgendwo alles am Lenkrad haben. Das wäre noch eine Ecke besser. So, diesmal rasen wir nicht so. Und wieso fahren wir nicht auf der Autobahn? Ach so, ach ja, stimmt. Müssen wir erstmal hinfahren zur Autobahn. Osnabrück ist nicht ganz so einfach, da zur Autobahn zu fahren, das kenne ich. Wobei das bei weitem nicht so Landstraße ist. Ich wollte auch nicht mehr so rasen, habe ich gesagt. Wegen Blitzer und so. Und weil wir auch ganz geschmeidig jetzt Zeit haben, da anzukommen. Und dann bin ich mal gespannt. Ich weiß, ja gut, wahrscheinlich Erfahrung für den Angestellten, da kriegen wir wahrscheinlich gar nichts für. Aber er wird uns gut Geld einbringen.
Haben wir auch? So. Normalerweise müsste der, also ich kenne es vom Actros so oder vom Mercedes generell, da kann man einstellen, wie viel km/h er in diesen Phasen, wo es nur rollt, die eingestellte Geschwindigkeit überschreiten darf, bevor er automatisch anfängt zu bremsen. Kann man auf bis zu 4 km/h einstellen, tiefer geht nicht. Also zwischen 4 und 9 kann man das einschalten. Und ab 90 sowieso, wenn man die 90 überschreitet, dann fängt er sowieso an zu bremsen, damit man nicht mit 100 fährt. Wir gönnen uns dann auf jeden Fall was mit Retarder. Jawohl. Ich habe auch noch gar nicht rausgefunden, wo man hier das Radio einschaltet, ne? Das wollte ich auch mal ausprobieren. Vielleicht ein bisschen Unterhaltung nebenbei. Wer weiß, was das für Radios sind. Wenn es natürlich Live-Sender sind, dann ist schlecht, das können wir nicht machen. Wenn es Ingame-Musik ist, sollte das theoretisch kein Problem sein. So, 2 Stunden bis nach Hannover. Die wir jetzt gemütlich dahin rollen. Wir haben noch ein bisschen bergiges Land vor uns. Nordrhein-Westfalen ist nicht ganz so eben. Aber dann kommen wir schon mal gleich ein Stück weiter. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass wir ein kleines Ziel erreicht haben. Angestellten haben einen eigenen Auflieger. Und eigenen LKW haben wir schon lange, aber den zweiten eigenen LKW, den unser eigen nennen können. Und den können wir uns so oder so halt leisten. Wir können uns sogar auch einen eigenen Auflieger leisten noch. Es sei denn, wir nehmen den übertriebenen LKW. Weil wir müssen halt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal einzelne 100.000 Euro aufnehmen kann oder ob ich jetzt den nächsten Schritt die 400.000 nehmen muss. Ich nehme die 400.000 jetzt aber auch einfach. Damit wir zum einen die 180.000 haben für diese Gebäudeerweiterung. Dann für den zweiten LKW zwei Auflieger. Ich weiß nicht, vielleicht werden ja auch gleich zwei Slots frei, dass wir zwei Angestellte haben können. Dann würde ich tatsächlich zwei LKWs und drei Auflieger kaufen, wenn es passt. Je nachdem, was dann so ein Angestellter noch kostet. Ob die direkt Geld haben wollen oder erst später. Aber das bringen wir gleich alles in Erfahrung. Das wird schön. Endlich Chef sein von anderen Leuten. Und von mir kriegen sie auch nur die ranzigsten Karren. Nein. Würde ich nicht mal so selbst. Also würde ich nicht mal. Alter, was ist denn hier passiert? X-ter Unfall. Oh, und ich mache auch gleich ein. Ich mache auch gleich ein. Ich mache auch gleich ein. Tankstelle. Wir haben noch 127 Liter. Nein, wir tanken in Hannover. Haben nur noch eine Stunde und ein paar Kilometer. Also diese Tankstellenausfahrten sind aber auch der Knaller. Der bremst der mitten auf der Autobahn. Jetzt bin ich verwirrt. Ich will aber nach Hannover. Na, leck's mir am Arsch, Junge. Ich würde so gerne anhalten und aussteigen, ne? Wir haben jetzt das Kreuz Hannover Ost vor uns. Aber eben ging es schon nach Hannover. Was will ich denn jetzt auf der A7? Hä?